Freunde, ich wurde herausgefordert. Ich ging die Tage zur Post und dachte mir nichts Böses, bis mich plötzlich ein Brief von einem Zuschauer erreichte. Ich habe ihn bereits geöffnet und dachte, es sei eine Card-Market-Bestellung, deswegen ist das Ding auch so zerrissen. Und ich fand die mir hier auferlegte Challenge so interessant, dass ich sie unbedingt mit euch teilen musste. Ohne euch also weiter auf die Folter zu spannen, teile ich nun mit euch den Inhalt dieser Nachricht. Hallo, CK Phoenix. Oder sollte ich lieber sagen, L? Sekunde, das haben wir gleich. So, das ist dann wohl angemessen. Nun ist es soweit. Du gibst dich zu erkennen. Mich kennst du noch nicht, aber so leicht werde ich mich auch nicht zu erkennen geben. Deshalb lass uns spielen. Ich habe ein kleines Rätsel für dich. Es müsste für dich ja ein leichtes sein, dies zu lösen. Was essen die Shinigamis nur? Es gibt eine Karte, die das Lösungswort enthält, nur in goldener Form. In welchem Set erschien sie erstmalig im TCG? Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber lesen wir mal weiter. Genau, jetzt hast du die Antwort. Es beginnt. Dies ist nur der Anfang und nicht der letzte Brief. Wirst du dich der Herausforderung stellen? Ich werde es ja auf deinem Kanal sehen und erst dann wird der nächste Brief kommen. Ich weiß, dass ich in dir einen würdigen Gegner gefunden habe. Mögen die Spiele beginnen. Levi. Oder wie auch immer man diesen Namen aussprechen sollte. Oh, und wie die Spiele beginnen werden, mein Freund, da kannst du dich drauf verlassen. Dieses Rätsel erfordert selbstverständlich einige Grundkenntnisse in der Welt der japanischen Zeichentrickserien. Jeder, der über dieses Wissen verfügt, weiß jedoch, dass die Shinigami ausschließlich Äpfel essen. Die gesuchte Karte muss also eine vergoldete Form von Äpfeln beinhalten. Es muss also wie folgt sein. Bei der gesuchten Karte handelt es sich um die goldenen Äpfel, erstmalig erschienen in Storm of Ragnarok, dem Set, das auch die nordischen Götter enthält. Drei mächtige Synchromonster aus der 5Ds-Ära und neben den Shinigami eine weitere göttliche Entität aus der Welt der Anime. Ein Zeichen dafür, dass du eine große Verbindung zu göttlichen Wesen verspürst. Die Rechtschreibfehler in deinem Brief hingegen, sorry Bruder, nicht persönlich nehmen, sprechen allerdings dagegen, dass dies eine Botschaft Gottes ist. Diese Indizienkette ließ nur einen Schluss zu. Es handelt sich hierbei nicht um das Werk Gottes, sondern um das eines kindischen Duellanten, der gerne Gott spielen möchte. Und nicht nur das, dank deines Rätsels mit der Lösung Storm of Ragnarok hast du dich als Anhänger der Synchro-Dimension enttarnt. Was auch immer du also für ein Spiel spielen magst, das waren äußerst nützliche Hinweise. Um aber die Ermittlungen in diesem Fall etwas weiter voranzutreiben, habe ich hier etwas, was uns weiterbringen dürfte, und zwar eine Storm of Ragnarok Special Edition, und die werden wir jetzt öffnen. Also dann, Freunde, eine Special Edition Storm of Ragnarok, das öffnet man definitiv nicht alle Tage. Ich dachte mir, es wäre angemessen bezüglich des Rätsels, dass wir eine Special Edition von diesem Set öffnen. Ich hätte auch ein Display öffnen können, aber das wäre ungefähr 10-mal so teuer gewesen, deswegen habe ich für eine Special Edition entschieden. Ja, hier sind sogar interessante Karten drin. Also hier sind erstmal drei Booster Storm auf Ragnarok drin, was ein wirklich gutes Booster-Set für die damalige Zeit gewesen ist. Und hier sind entweder Hand der Sechs Samurai oder Drache des Lichts und der Finsternis enthalten. Und beide Karten sind sogar ziemlich cool. Hand der Sechs Samurai, einfach eine coole Sechs Samurai-Karte. Und Drache des Lichts und der Finsternis, die Ace-Karte von Chaz Princeton aus dem Manga. Also, was auch immer wir hier bekommen werden, ich werde auf jeden Fall zufrieden damit sein. Ja. Und ich würde sagen, öffnen wir das gute Stück. Moment mal. Machen wir das lieber hier mit. Ich will das, also, es ist sowieso nur Pappe, aber das so komplett zu zerstören, das würde sich einfach falsch anfühlen. Deswegen machen wir es lieber so, dass wir es nicht komplett kaputt machen müssen. Okay, Moment mal, eine Sekunde. So, da haben wir es doch, Freunde. Special Edition Storm of Ragnarok. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie gesagt, öffnet man nicht alle Tage sowas. Das ist schon ungefähr 10 Jahre alt. Fühlt sich für mich so an, als wäre es gestern gewesen gefühlt, aber Storm of Ragnarok... Ja, ein Set, das ich mir damals sehr, sehr oft gekauft habe. Und wir haben Hand der Sechs Samurai. Das ist auf jeden Fall eine coole Karte. Hat man damals teilweise in Sechs Samurai gespielt. Man kann ein Sechs Samurai-Monster opfern, um ein Monster auf dem Feld zu zerstören. Ist, glaube ich, auch beschwörbar durch die Karte Askese der Sechs Samurai. Oder? Gibt es ein anderes Sechs Samurai-Monster mit 1-6? Ich meine schon, wie auch immer. So, wir haben auf jeden Fall Hand der Sechs Samurai, sehr coole Karte, feiere ich auf jeden Fall. Und dann haben wir drei Booster Storm of Ragnarok. Wie gesagt, hier können unter anderem die nordischen Götter sein. Hier kann aber sehr, sehr vieles drin sein. Also wir werden sehen, okay, was uns hier erwartet. Vielleicht bekommen wir ja sogar die goldenen Äpfel. Also das wäre natürlich die Krönung des Ganzen, wenn wir jetzt wirklich die goldenen Äpfel ziehen sollten. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr von diesem Rätsel haltet. Also ich bin auf jeden Fall zu der Lösung goldene Äpfel gekommen. Falls ihr da eine andere Lösung habt, dann lasst es mich gerne wissen. Wir haben hier die göttliche Reliquie Mölnir. Nordische Reliquie Brisingamen, 6er Angriff Dreifachschlag,
Also damals war 6 Samurai tatsächlich eines der besten Decks mit den neuen legendären 6 Samurai. Und es fühlt sich einfach so heftig an, diese alten Karten nochmal in Händen zu halten. Frisch aus dem Booster, als wäre es gestern gewesen, Freunde. Legendäre 6 Samurai Shinai gibt quasi eine Combo mit der Karte, mit der Karte legendäre 6 Samurai Mitsuho. Die kann man quasi beschwören, wenn man den jeweils anderen auf dem Feld hat und kann eine kleine Combo mit den beiden machen. Als Rare haben wir nordisches Ungeheuer Tangnyostre und keine Holo. Damals hat man noch nicht in jedem Booster eine Holo bekommen, Freunde. Wir haben die Karte Blutsauger. Ist, glaube ich, relativ spät erst gekommen. Also ich meine, die Karte gab es schon vorher, aber sie wurde aus irgendwelchen Gründen nicht im TCG gedruckt. Nordische Reliquie Levatein, Freunde. Damit habe ich auf jeden Fall eine kleine Story. Es ist quasi der Konter gegen Sternstaubdrache. Denn wenn ein offenes Monster durch Kampf zerstört wird, kann man ein Monster des Gegners wählen und kann es dann halt zerstören. Allerdings kann der Gegner nicht als Reaktion man kann darauf nicht reagieren. Man kann keine Karten und Effekte als Reaktion aktivieren, ja. Also das bedeutet, wenn der Gegner beispielsweise einen Sternstaubdrache hat, der in diesem Zug ein Monster von euch zerstört hat, dann könnt ihr diese Karte benutzen, um den Sternstaubdrachen zu zerstören und er kann das nicht mit seinem eigenen Effekt annullieren. Also das habe ich damals tatsächlich gespielt, so, weil als Konter gegen Sternstaubdrache meine Lieblingskarte, niemand benutzt Sternstaubdrache gegen CK Phoenix. Odins Auge, Odin ist ja einer der drei Götter, der drei nordischen Götter, Karakuri Geldspeicher. Ja, das sind alles Karten, die habe ich sowas von 100-fach früher in meinen Tinboxen gehabt, weil ich so oft Storm of Ragnarok gekauft habe. Also ich würde sagen, Storm of Ragnarok zusammen mit, Duelist Pack Crow und ja, Ra Yellow Mega Pack, so würde ich sagen. Also auf jeden Fall das mit eines der Sets, die ich am meisten damals gekauft habe. Da ist eine Menge Taschengeld für drauf gegangen. So, wir haben Nadelball. Sehr, sehr schlechte Burn-Karte. Kosmischer Kompass. Eigentlich ganz gut sogar. Kann Token beschwören. Also heutzutage ganz gut. Karakuri Wachhund Nummer 313 Saisern. Göttlicher Wind aus dem Nebeltal. Mit der Karte gab es einige Kombos. Ja, also sehr, sehr interessant. Törichte Heimkehr, wähle eine Karte im Friedhof deines Gegners, lege sie ins Deck. Ich fand die Karte früher, also ich fand immer, sah cool aus, aber ist halt total unbrauchbar. Und dann haben wir Wattschlüssel, Karakuri Ninja Nummer 919 Quick, Tirade des Tyrannen, bietet zwei Monster als Tribut an, Effekte von Effektmonstern, die in der Hand oder auf dem Spielfeld aktiviert werden, können nicht aktiviert werden. Okay, und Ernste Autorität. Das ist quasi die eine Solemn-Karte, die niemand spielen wollte. Ja, letztes Pack, Freunde. Ich bin mir sicher, wir werden keine Holo ziehen. Wäre cool, falls wir irgendwie eine Super ziehen würden oder so. Aber ansonsten einfach fürs Feeling mal öffnen. Na, ich denke, das ist auch nicht verkehrt. So, ich muss sagen, die 5Ds Booster sind halt die, die ich damals mit Abstand am meisten geöffnet habe. Einfach, weil ich etwas nach dem ursprünglichen Yu-Gi-Oh! Hype erst mit Yu-Gi-Oh! Angefangen habe, weil ich entgegen der Annahme der meisten Leute relativ jung bin. Also relativ jung. Ich bin erst 21, okay? Und quasi als die 5Ds Karten neu waren, da war ich genau so in meinem absoluten Yu-Gi-Oh! Hype, okay? Shiens Komplott, legendäre 6 Samurai Shinai, wir haben zum zweiten Mal Shinai, nicht Mitsuho, nordischer Elf Leosalf, Schrottwurm und Elementarheld Eiszacke. Wir haben sogar eine Super Rare gezogen, Freunde. Ein Elementarhelden. Elementarheld Eiszacke. Ich weiß noch, das war damals einer der neuen Elementarhelden, die rausgekommen sind, nach den ganzen Oldschool-Elementarhelden, die man aus dem Anime kannte. Und ich wollte den unbedingt haben, obwohl er wirklich nicht gut ist. Ja, 10 Jahre später hat sich dann mein Wunsch erfüllt, würde ich sagen. Elementarheld Eiszacke und Hand der 6 Samurai, Freunde. Götterdämmerung, Wurm Illidian, Schwarzauftrieb und Shiens Knappe. Stufe 1 Empfänger ist tatsächlich ganz gut mit Isolde. Ja, Freunde, das war mal ein etwas anderes Video. Ich bin auf jeden Fall auf den nächsten Brief von unserem Herausforderer gespannt. Falls ihr mir mal irgendwie Briefe, Post, was auch immer zuschicken wollt, dann könnt ihr mir gerne an mein Postfach senden. Okay, das ist in der Beschreibung verlinkt. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.